Staatsbürgerkunde. Herzlich willkommen bei Staatsbürgerkunde vom 31C3. Hallo. 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 Schön, dass ihr alle da seid. Und für die, die noch nicht taub sind jetzt nach dem Intro, so wie wir hier auf der Bühne, begrüße ich auch gleich meine Gäste, Konstanze Kurz. Hallo Martin. Hallo. Und Martin Hase. Hallo Martin. Ja, das geht schon besser jetzt. Hallo Martin. Ihr kennt die beiden vom Neusprechfunk. Wir machen das jetzt, ich weiß nicht, machen wir das jetzt als Crossover, weil Kai Biermann hat ja geschrieben, es ist kein offizielles Crossover, wenn doch, er nicht dabei ist. Doch, es ist ein Crossover, wir machen ja Neusprechfunk, Staatsbürgerkunde. Genau, und ich habe ja deswegen auch extra das schöne Logo von euch dann noch mit eingebaut, damit man auch weiß, zu was ihr gehört. Ansonsten für alle, die euch nicht kennen und die letzte Sendung hier auch nicht gehört haben, nochmal ganz kurz als Vorstellung, Konstanze ist Informatikerin und beim CCC aktiv. Sir, yes, sir. Und Martin, du bist Linguist und... auch beim CCC. Auch beim CCC. Jetzt versuche ich gerade mich dran zu erinnern, was du noch bist. Was hast du gestern im Vortrag gesagt? Philologe. Das kann uns heute noch nützlich werden. Na, wollen wir mal sehen. Vielleicht. Denn wir wollen mal ein bisschen über Wörter sprechen, die aus der DDR kommen, beziehungsweise aus dem DDR-Umfeld kommen, aber auch heute noch Verwendung finden, vielleicht in anderen Kontexten. Und ihr könnt teilweise proaktiv daran mitwirken. Da unten gibt's. Bitte? Ja, nein, ja, auch, aber jetzt geht es erstmal um diese rote URL, die da unten steht. Die könnt ihr jetzt ansurfen und da an einer Abstimmung teilnehmen. Da kommen wir dann gleich dazu. Für alle, die das jetzt im Stream hören oder sehen. Kann man uns auch? Schick ich kann das. Kann man sehen? Okay. Ja, da. Ich bin doch gar nicht für. Ich auch nicht. Ich bin nur bis zu 60 Watt geschminkt. Ich habe das jetzt gerade mal über den Staatsbürgerkunde-Account getweetet. Vielleicht kann es das Sendezentrum retweeten. Und dann gucken wir mal, ob das klappt. Inzwischen fangen wir mal mit dem ersten Wort an. Da habe ich jetzt keine Umfrage vorbereitet. Das ist jetzt einfach so zum Einteasern. Ist die sogenannte Lichtgrenze. Ein schönes Bild habe ich da auch. Hier ist die Lichtgrenze in Berlin gewesen. Kanntet ihr dieses Wort davor? Weil es ist tatsächlich Wort des Jahres 2014 geworden. Also ich kannte es nicht. Also ich denke auch, dass es genau für diesen Anlass erfunden worden ist. Und ja, also es erschließt sich natürlich sofort, was das sein soll, wenn man halt das sieht. Sonst nicht. Wenn man jetzt einfach nur gelesen hätte, da gibt es eine Lichtgrenze, hätte man sich gefragt, was soll das sein? Ich kann es auch nicht. War mir nicht bekannt vorher. Ich halte es auch für eine Neuerfindung. Findet ihr es ein gutes Wort des Jahres 2014? Trifft es das? Nein, also ich glaube, diese Wörter des Jahres, sowohl im Deutschen wie auch im Österreichischen, die sind ja oft so ein bisschen auch prägend für den politischen Diskurs und für die Streitigkeiten, die es so gab, meistens eben gesamtgesellschaftlich. Und ich finde eigentlich, zwar waren die Feierlichkeiten, Berlin war unfassbar voll und ich glaube, die Lichtgrenze war auch bei vielen Touristen sehr beliebt und die ist Tag und Nacht immer abgeschritten worden, war immer voll. Aber ich glaube, als Symbol für das Jahr ist es nicht sehr gut geeignet. Ja, ich glaube auch. Also das ist wirklich ja so eine Sache, so ein Ereignis, so ein Event. Und das ist natürlich, die Bezeichnung für dieses Event ist natürlich nicht das Wort des Jahres. Es muss, glaube ich, wirklich beim Wort des Jahres, wenn man das ernst nimmt, muss es irgendwie einen Diskurs widerspiegeln, der stattgefunden hat. Und das war jetzt kein Diskurs. Wenn, dann eher, ja, dann würde man eher sagen, Jubiläum des Mauerfalls oder sowas, aber nicht Lichtgrenze. Also, glaubt ihr, es hat Bestand über jetzt dieses Jahr hinaus und wird nächstes Jahr, wenn es ein Wort des Jahres 2015 gewählt wird, wird sich da noch jemand dran erinnern? Nein. Bin mir auch sicher, dass die Abstimmung da eher so ein Nein ergibt. Da haben wir jetzt noch keine Abstimmung online, aber da können wir vielleicht mal hier so Handzeichenabstimmung machen. Wer findet Lichtgrenze das tolle Wort ein tolles Wort für das Wort des Jahres 2014? Na komm, einer soll. Da hinten. Einer, zwei.
Gegenprobe, wer findet es kein gutes Wort des Jahres 2014? Oh, das ist doch deutlich. Das ist jetzt die große Mehrheit. Übrigens ist der Saal hier sehr voll, finde ich. Das muss man vielleicht auch mal, wenn ihr euch selber applaudieren wollt, wäre jetzt die Gelegenheit. Ist großartig. Vielen Dank. Naja, unabhängig davon finde ich aber natürlich die Aktion, also ich hatte die Gelegenheit, der CCC in Berlin, der ist ja in Mitte und wir sind, haben uns oben auf das Dach gestellt zu dem Zeitpunkt, wo die diese Lichtgrenze ja quasi von diesen, also die haben die ja gelöst zum Teil und die sind ja hochgeflogen. Ja. Aber nur für einen bestimmten Abschnitt. Das war natürlich sehr eindrucksvoll. Es war so ein piefiger Tag in Berlin, ziemlich dunstig und man konnte von oben aber toll sehen. Also die Aktion an sich kam, glaube ich, gut an und war so laut, die haben so laut applaudiert, dass wir das auf dem Dach vom Potsdamer Platz aus hören konnten. Also ich glaube, so die Aktion war schon cool mit dem Licht. Also ich war ja auch dabei, ich war am Kapelleufer, also unweit. Ach echt? In der Menschenmasse dort. Also ich habe auch ein paar Fotos auf Flickr veröffentlicht, unter anderem auch über die Menschenmassen, die da waren. Also es war wirklich sehr, sehr voll. Es war nicht mehr so voll seit dem Mauerfall in Berlin. Ja, und das war schon eine eindrucksvolle Aktion, auch wenn das da mit dem in die Luft fliegen nicht so geklappt hat. Die blieben immer hängen, die Ballons. Ja. Oder schön gewesen, wenn sie noch geleuchtet hätten, während sie in die Luft gingen. Ja, das war, da fehlte was am Konzept. Aber gut. Okay. Das ist, das, ich meine, du machst ja nun auch Bezug zur DDR. Also der Bezug Lichtgrenze DDR ist ja nur dadurch gegeben, dass es die Mauer, dass die nicht ganz die Mauer gezeichnet hat. Übrigens auch nur die Außenmauer, also die, die man von der DDR aus überhaupt nicht erreichen konnte. Naja, jedenfalls nicht immer leben. Ja, nicht immer leben, genau. Also im Regelfall nicht gut erreichen konnte, sagen wir so. Und von daher, weiß ich nicht. Es ist, glaube ich, eher, also die Lichtgrenze war eher, hatte eher so einen Wessi-Bezug, würde ich fast sagen. Hast du eigentlich den Neustaatsbürgerkunde-Hörern mal erklärt, wo der Name für deinen Podcast eigentlich herkommt, was das Ganze soll? Solltest du vielleicht mal machen, oder? Ja, also Staatsbürgerkunde war ein Fach in der DDR, das man belegen musste. Ich weiß nicht, ab Klasse? 5? Ich glaube auch 5, 6. 5 oder 6. Und da wurde einem so mitgeteilt, wie man denn ein gutes Mitglied des deutschen demokratischen Republiksystems werden sollte. Da ging es dann immer um die marxistisch-leninistische Ideologie, die Herleitung, welche Aufgaben die Partei hat, welche Aufgaben die Bürger haben. Und Konstanze, du hast ja länger noch Staatsbürgerkunde genossen. Was willst du damit andeuten? Ich habe es ja nie selber belegt. Was sind denn so deine Highlights da nochmal gewesen? Vielleicht ganz kurz. Ich glaube, es war so ein bisschen eine Vorform von Marxismus-Leninismus, den man ja in einer bisschen ideologisch-philosophischeren Form als älterer Student oder so mitgekriegt hat. Und das war halt so ein bisschen für Schüler aufbereitet. Also ich hatte ein ziemlich, also zwei, die haben gewechselt im Laufe meiner Schullaufbahn, sehr ideologischer Staatsbürgerkundelehrer. Ich habe da mal so einen Kurzvortrag halten müssen über die Ausbeutung des Proletariats und habe den Fehler gemacht, statt Arbeiter und Ausbeuter als Begriffe zu nehmen, mit versucht, mit Arbeitgebern und Arbeitnehmern zu machen und wurde sofort bezichtigt, Westfernsehen zu gucken. Also es war eher so ein, also es war schon ziemlich doll ideologisch und so die Aufsätze, wie man als Sozialismus den Kapitalismus einholt ohne Überholen oder so, war schon ganz schön haarig. Aber es war auch oft erheiternd. In meiner alten Klasse war schon klar, dass es ziemlicher Mumpitz ist. Also man hat sich auch manchmal lustig gemacht, die Staatsbürgerkundelehrer waren nicht eben die beliebtesten, zumindest aus meiner Sicht. Genau, und um das ideologisch ein bisschen zu brechen, habe ich den Titel gewählt für den Podcast, damit man halt mal so ein bisschen erzählt, wie es denn in der DDR tatsächlich war. Und konzeptuell keine schlechte Idee, oder? Ein bisschen was über das Gerüst eines Staates zu wissen, wenn man jetzt nicht so die ganze Ideologie mitgegeben hätte. Es sind aber viele Zeichen bei Twitter tatsächlich weg bei Staatsbürgerkunde, das hatte ich nicht bedacht. Das ist ein sehr langes Wort, wenn man das irgendwo schreiben muss. Twitter-Demokratie. Gut, würde ich sagen, nach diesem Einstieg gehen wir mal in die bisschen tiefer gehenden Themen. Achso, wir gucken uns erstmal die Umfrage an. Hat das eigentlich geklappt? Hattet ihr da Erfolg? Ja, sehr gut. Allgemeine Nicken im Publikum. Denn die Umfrage war... Ich sehe nichts. Lädt noch. Achso. Ich lese schon mal die Frage vor. Ah ne, hier ist schon. Die Bezeichnung Stasi 2.0 für Vorratsdatenspeicherung, NSA-Abhörskandal und so weiter ist zutreffend. Und da konnten wir jetzt abstimmen, ja oder nein. Und wir gucken mal auf die Ergebnisse. Und 65% sagen ja und nein sagen 34%. Also Mehrheit für ja. Und das ist auch gleich quasi das nächste Thema, Stasi 2.0. Ich weiß nicht, kann vielleicht noch einer von euch mal erklären, wo das Wort herkommt, bevor wir darüber diskutieren, ob das
für diese Begriffe zutreffend ist. Also ich glaube, es war vor allen Dingen das Umfeld der Freiheit statt Angst. Mhm. Und zwar in dem Jahr, wo Schäuble Innenminister war. Und es war ja auch so ein bisschen dieses Gesicht von Schäuble, was mit diesem Stasi 2.0 verbunden war. Ich glaube, das kam aus dieser Ecke der ersten richtig großen Überwachungsdemo, wenn ich mich da richtig erinnere, oder Marc? Ja, ich sehe das auch so. Wir haben hier einen Link, den ich aber nicht anklicken kann im Moment, weil das Internet mal wieder weg ist. Taz 9.11.2007, da soll angeblich die Entstehungsgeschichte stehen. Also wenn ich jetzt was sage, aus meiner Erinnerung ist das subjektiv. Wo ist das in der Taz? Ja, ist das subjektiv geprägt. Also meine Erinnerung ist halt wirklich eben wie Konstanze schon sagte, das Umfeld der Freiheit statt Angst. Es gab diesen Stencil mit dem Konterfei von Schäuble und da stand Stasi 2.0 drunter und es gab dann auch sehr schnell T-Shirts dazu. Mhm. Also 2007 kommt hin. Aufkleber, eine Menge. Und Aufkleber. Also die halbe Uni war voll damit damals. Ja. Genau, und es ging natürlich um Überwachung. Also ich meine, der Begriff an sich, da kann man natürlich lange drüber streiten, ist auch von Anfang an darüber gestritten worden, finde ich, ob das ein guter Begriff ist. Zum einen, weil man natürlich immer wieder die Parallele ziehen muss, also sich fragen muss, okay, passt der Vergleich, wo passt er nicht? Ist es so ein bisschen wie ein Hitler-Pullen, also so ein DDR-Pullen irgendwie? Dennoch, ich glaube, der Zweck dieses Begriffes war ja im Wesentlichen auch ein bisschen Gegenpropaganda zu machen. Insofern fand ich ihn schon ziemlich praktisch und für die Plakate war es halt auch ziemlich gut. Ganz kurz noch, bevor es weitergeht, hier unten ist schon die Abstimmung für den nächsten Poll, habe ich jetzt gerade auch nochmal getwittert. Wir reden einfach weiter. Ja, aber also, können die denn alle so Multitasking hier? Das geht ja auch in den Stream und ins Netz und von außen kann man da auch mitmachen. Der Bundespräsident Gauck hat sich ja so ein bisschen verwehrt dagegen, diesen Stasi-Vergleich jetzt mit der NSA zu machen, obwohl natürlich das Stasi 2.0 älter ist als die Snowden-Enthüllung. Das muss man auch nochmal ganz deutlich machen. Aber er hat es auf die Snowden-Enthüllung bezogen und hat gesagt, nein, also das wird der Sache nicht gerecht. Denn die Stasi, die hat Menschen drangsaliert, unter Druck gesetzt, die hat Leute eingesperrt und gefoltert. Und das tun die Amerikaner natürlich nicht. Naja, das wussten wir damals noch nicht im Detail, sagen wir mal so. Aber wobei, in der DDR gab es, glaube ich, kein Force-Feeding, oder? Also Rectal Force Feeding, oder? Nicht, dass ich wüsste. Also ich hatte mehrere Führungen in dem Stasi-Museum, was es heute gibt in Berlin. Da waren ja so einige Methoden, die an Folter grenzen oder Folter sind, über die da gesprochen wird. Aber ich glaube, so krass wie die CIA haben sie da doch nicht betrieben. Schäuble hat ja auch selber gesagt, also er findet den Vergleich auch nicht passend, weil... Weil er auf dem Bild war? Nein, es ärgert ihn, steht hier unten. Es ärgert ihn. Ja, manchmal ärgert mich das schon, besonders dann, wenn dieser Vergleich von Menschen kommt, die man eigentlich für gebildet hält. Die Gleichsetzung meiner Person mit der Stasi ist eine Beleidigung. Wer behauptet, es gäbe auch nur die entfernteste Ähnlichkeit zwischen der Realität in der DDR und in der Bundesrepublik, ist nicht nur geschichtsblind. Naja gut, okay, er hat natürlich damit aufgegriffen, dass es eine berechtigte Kritik gibt. Die Gleichsetzung ist sicherlich schon dämlich auf vielen Ebenen, aber... Das ist eine andere Argumentation als die von Gauck. Also nämlich? Gauck hat es ja mit der Snowden-Enthüllung in Verbindung gebracht. Und Schäuble hat natürlich richtiger festgestellt, Moment mal, das war ja schon vorher. Mhm. Denn er weiß das natürlich mit seinem Konterfei. Und von daher ist das eine andere Argumentation. Und dann ist natürlich die persönliche Sache dabei. Also natürlich ihn jetzt in Verbindung zu bringen, ist möglicherweise tatsächlich problematisch. Ja gut, er war der Innenminister. Irgendwie aber Mirke, war halt naheliegend für die Propaganda. Aber ich glaube, der Hinweis, also von sozusagen unserer Seite, dass hier ein Überwachungsstaat aufgebaut wird, also der ist schon richtig. Und ich glaube, wir brauchen uns auch nicht zu verstecken, wenn wir sagen, es ist ein Überwachungsstaat. Denn ich meine, spätestens die Snowden-Enthüllungen haben es nun deutlich bestätigt. Ja, aber gut, technisierte Überwachung ist ja nochmal was anderes als ein derart überdimensionierten Spitzelstaat. Also der war ja natürlich auch technisch, aber er war natürlich aufgrund der Möglichkeiten, die damals noch nicht bestanden, auch sehr viel mit Menschen verbunden und mit Zuträgern. Man könnte jetzt das müßige Gedankenexperiment machen, wenn die DDR weiter existiert hätte, hätte man dann heute auch sowas mit der Stasi, was die NSA gemacht hätte? Wäre die da ganz vorne mit dabei gewesen, die Stasi? Kann man so ein Gedankenexperiment überhaupt machen? Ich weiß nicht, ob man kann. Ich meine, 20 Jahre sind eine lange Zeit, nicht wahr? Also, ich meine, es ist ja so, als wenn wir uns heute vorstellen müssen, irgendwie unsere Handys wären weg und Netz und stell dir das mal vor. Oder andersrum gefragt, hat man denn Erkenntnisse darüber, wie denn die westlichen Geheimdienste zu der Zeit, wo es die Stasi noch gab, agiert haben? Waren das ähnliche Methoden? Das ist also nicht aufgearbeitet worden. Das ist ja gerade das Problem.
Also natürlich wurde da auch überwacht. Ne? Also ich kann mich erinnern, dass im Zuge der Proteste gegen die, was war das damals noch, Volkszählung, genau, gegen die Volkszählung, ist tatsächlich auch, ist zum Beispiel auch Briefverkehr und so, also bei einzelnen, also ich habe es mitbekommen halt im Studentenwohnheim, dass da geöffnete Briefe angekommen sind und so. Also es macht ganz den Eindruck, dass gerade in dem Zusammenhang auch die Geheimdienste oder beziehungsweise der Verfassungsschutz vor allen Dingen agiert hat. Natürlich ist das, wie gesagt, nicht aufgearbeitet. Das ist vielleicht das große Problem. Ich glaube, man kann lange darüber philosophieren, wie sich sozusagen Geheimdienste weiterentwickelt haben. Ja. Meine Geheimdienste sind natürlich keine Spezialität des Ostens gewesen, sondern selbstverständlich und ich glaube in ihrer Größe und Komplexität im Westen noch fast bedeutender. Mhm. Also ich meine, wenn man heute auf die Snowden-Enthüllungen blickt und gerade so Details, die finanzielle oder das Fundament, auf dem die da finanziell stehen und welche Technik die da anhäufen dürfen, vor allen Dingen aber auch, wie sie ihre eigene Kontrolle nach und nach über die Jahrzehnte praktisch abgebaut haben, ist natürlich faszinierend. Ja. Dennoch muss man, also ich meine, das ist so diese Ross-Reiter-Frage. Ja. Also wer ist eigentlich noch derjenige, der, also wer arbeitet da wem zu? Na, es ist halt die Frage nach dem Anknüpfungspunkt. Also auf welcher Ebene führt man den Vergleich durch? Und ich würde auch da sagen, der Mechanismus dieser Geheimdienste ist ähnlich. Also mag sein, dass im Westen die Leute nicht drangsaliert worden sind in der Art und dass es nicht so eine allgemeine Spitzelstimmung gab. Das würde ich jetzt mal so unterstellen. Ja. Also wenn man sagt, der dahinterstehende Geist ist eher ein anderer. Der Mechanismus ist aber der gleiche, nämlich dass am Ende ein Staat im Staate existiert, ja, dessen man nicht mehr Herr werden kann. Das ist ja gerade das Problem. Ja, aber der Punkt ist, glaube ich, also wenn man sich heute ansieht, gibt ja noch Mengen Forschung über die Stasi, auch aufgrund natürlich der Tatsache, dass sie einen großen Teil der Archive erschlossen haben und nach wie vor versuchen. Klar ist, glaube ich, dass Mirkes Apparat der Partei zuarbeitete. Mhm. Das war schon ein Werkzeug der Partei. Ja. Und heute, wenn ich mir das ansehe im NSA-Untersuchungsausschuss oder auch wie zum Beispiel die Fragenkataloge, die Bundesregierung gestellt hat und so weiter. Also ich frage mich halt oft, wer arbeitet da wem zu? Es war klar, dass die Stasi war ein Tool der Partei und Staatsführung. Heute habe ich oft den Eindruck, die haben ein Eigenleben und sind auch eher so ein unkontrolliertes Ding für die Politik. Und nicht mehr unbedingt deren Werkzeug, sondern haben ein großes Eigenleben entwickelt. In den USA ist aus meiner Sicht mit dem riesigen Komplex noch viel deutlicher. Mhm. Also ich meine, erinnern wir uns mal, ist ja noch gar nicht so lange her, als rauskam, dass die ihr eigenes parlamentarisches Kontrollgremium verwanzt haben, also deren Computer. Also es ist natürlich irgendwie so eine Ebene, da war, glaube ich, Mielke hatte zwar auch sicherlich Eigenleben, aber hat im Wesentlichen der Staats- und Parteiführung der DDR zugearbeitet als Werkzeug. Aber ist es wirklich so gewesen? Wurden Leute aus dem Politbüro nicht überwacht? War das Tabu, die zu überwachen? Hat Mielke zurückgeschreckt? Na nee, Missbrauchsfälle. Also das glaube ich ja nicht. Missbrauchsfälle gab es natürlich auch in der DDR, klar. Und also auch jede Menge Lügen und Unsinn in den Akten, na klar, keine Frage. Also wer ist Ross Reiter da? Na gut, da will ich bei der Gelegenheit mal eine andere Sache erwähnen, die mich echt empört. Was früher Gaukbehörde hieß, wie heißt denn jetzt? Jahnbehörde. Die gibt ja mal so einen Jahresbericht raus. Mit welcher Selbstverständlichkeit heute deutsche, amerikanische oder sonst welche Geheimdienste auf diese Stasi-Akten zugreifen und die für heutige Ermittlungen nutzen. Mich empört das jedes Mal. Was und die Jahnbehörde, die ja für diese, ich meine, das sind Unrechtsakten. Kannst du mal ein Beispiel nennen, was da jetzt angefragt wird? Das schreiben die nicht rein. Die schreiben nur die Anzahl der Fälle in ihre Tätigkeitsberichte. Als wären das normale Akten. Ja, auf die man zugreifen kann, wenn man heute gegen irgendwen ermittelt. Ich finde das so unerhört. Da könnte mich jeden Mal drüber aufregen, wenn jedes Jahr dieser Bericht rauskommt. Also als seien das so alte BKA-Akten, die man sich zieht, also von der Polizeiermittlungsbehörde, die irgendwie in der Demokratie Akten sammelt. Das sind halt Stasi-Unterlagen, deren natürlich auch Wahrheitswert immer angezweifelt werden kann, die aber auf jeden Fall unrecht sind. Oh, da könnte ich mich unendlich drüber aufregen. Ich höre mal jetzt auf. Kommen wir vielleicht nochmal zu diesem Wort Stasi 2.0 zurück. Ja, Entschuldigung. Da würde ich auch gerne noch was zu sagen. Also meine Frage wäre jetzt gewesen, ist das ein Wort, was heute noch verstanden wird von einem Großteil der Bevölkerung, also auch von der jüngeren Generation? Oder hat man da vielleicht auch ein falsches Bild von der Stasi im ersten Moment? Also ich glaube, Stasi ist auf jeden Fall ein Begriff. Das kann man auch im Ami sagen, das verstehen die. Ich glaube, Stasi ist ein stehendes Akronym.
Ja. Aber du wolltest auch noch was sagen? Ja, ich wollte noch was zu, also man kann auch was zu 2.0 sagen. Das, ja, da kann man auch drauf kommen. Aber Stasi eben als Abkürzung für Staatssicherheit. Also erstmal ist natürlich interessant diese Geschichte mit den Abkürzungen. Ne? Also so Orwell? So Orwell, genau. Dann merkt man auch nicht mehr genau, was dahinter steht. Dann wird das sozusagen zum eigenen Konzept und natürlich auch so ein bisschen verniedlicht. Also E-Bildung und so ist natürlich auch drin. Aber Staatssicherheit ist natürlich ein interessantes Konzept. Ja, Sicherheit des Staates. Wenn wir das vergleichen mit der Argumentation, die jetzt kommt, gerade im Umfeld der digitalen Agenda, habe ich ja gestern drüber gesprochen. Sie könnten da dieses Video verlinken, ist schon online. Ja, ich weiß, gibt es Shownotes von dieser Aufzeichnung? Falls nicht, reichen wir die dann noch nach? Ja, müssten wir machen. Also das Interessante ist halt an der Stelle, also bei Staatssicherheit steht halt die Sicherheit des Staates im Vordergrund. Und jetzt wird ja immer wieder argumentiert, es geht um die Sicherheit der Wirtschaft. Also Sicherheit der Wirtschaft steht im Vordergrund. Das sagt de Maizière auch, als er gefragt wird nach Überwachung. Mhm. Da meint er, ja, also jetzt ja, und Terrorismus. Geht's ja auch um... Ach, doch auf. Ja, das ist aber gerade das Interessante. Es wird zwar auch gesagt Terrorismus und Extremismus, aber es in der Präsentation der digitalen Agenda sagt dann de Maizière, ja, okay. die Wirtschaft muss ja auch sicher sein. Naja, da in dem Licht muss man nochmal den Sony-Hack sehen. Also naja. Die Sicherheit der Wirtschaft, das versteht jetzt erst alle. Ach ma, danke. Das ist halt wirklich auch nochmal so ein ganz neuer Aspekt. Also da hätte früher niemand die Sicherheit der Wirtschaft, was soll das? Und jetzt steht das aber plötzlich im Mittelpunkt. Also das ist ein ganz anderer Ansatz als Staatssicherheit. Insofern passt es dann doch nicht. Und na, aber gut, sag mal was zu dem 2.0. Du wolltest ja noch zu dem 2.0. Ja, 2.0 ist natürlich aus der Web 2.0 beziehungsweise Versionen bei Computerprogrammen. Müssen wir jetzt nicht langsam hochzählen? Müssen wir jetzt nicht eigentlich schon bei 3.5 sein? Es ist jetzt schon von 2007. Genau, das ist 2007 und wir haben natürlich tatsächlich einen ziemlichen Sprung. Keinen Quantensprung, denn das ist ein ganz kleiner Sprung. Also ein Riesensprung durch die Snowden-Enthüllung. Also jetzt sind wir eigentlich, also das war ja nicht gemeint. Ja, aber daran sind ja nämlich die Deutschen schuld, die sind auch die Abgeschnorchelten. Ja gut. Okay. Also ich meine, da kann man jetzt ja die Stasi hochzählen. Also naja, wieso? Also der BND ist doch sozusagen Mitglied im Club. Der darf auch mal ein paar Datenbrocken abkriegen, ja. Aber vergleichsweise sind sie doch eher so die, also ich meine, laut zumindest dem Priority Framework sind wir ja im Wesentlichen Abhöropfer, weil wir ja wirtschaftlich interessant sind, Mensch Maha. Wer sind denn wir? Na, wir es in Deutschland als reiche Nation. Die Kanzlerin hat übrigens sich auch geäußert. Hat sie? Ja, sie sagt 2013 im Juli, ein Vergleich mit der Stasi wies Merkel als Verharmlosung der DDR zurück. Das ist was, das, was wir am Anfang auch gesagt hatten. Und es geht natürlich dann wieder darum, mit dem Aufkommen neuer technischer Möglichkeiten müsse die Balance zwischen dem größtmöglichen Freiraum und dem, was der Staat braucht, um seinen Bürgern größtmögliche Sicherheit zu geben, immer wieder hergestellt werden. Interessant an dem Statement finde ich eigentlich, dass der erste Satz eine Aussage hatte. Das ist ja unglaublich bei Merkel. Normalerweise also haben ja die Sätze keine Aussage. Das ist ja tatsächlich also ein greifbares Argument, was sie da bringt. Das ist ja der Hammer. Habe ich in vielen Jahren Interviews von Merkel noch nicht gehört. Ja, sie weist es zurück. Im Nebensatz sagt sie dann so einen Grund. Das ist im Nebensatz macht sie dann. Aber kann man dieses Schlagwort heute noch benutzen in der aktuellen Diskussion? Also hier die Meinung ist ja, kann man noch machen. Ja, es ist ein bisschen ausgebrannt. Oder brauchen wir was Neues? Ja, man braucht mal was Neues. Was Neues. 3.0. Es ist ja wichtig, dass wir Begriffe erfinden. Also ja, finde ich. Das denke ich auch. Das sollten wir unbedingt tun. Gegen Propaganda. Ja, es hat ja jemand auch gesagt im Zusammenhang mit meinem Talk, das wäre dann Polemik gegen Polemik. Aber ja, so ist es nun mal. Das ist eine gute Analyse. Ja. Ja. Ich glaube tatsächlich, dass gegen Polemik das beste Mittel Polemik. Wir müssen uns mehr bekennen. Ja. Maha, weil die digitale Agenda und so, und heute wird sich ja mal bekannt, wir bekennen uns auch mal. Wir bekennen uns zur Freiheit. Natürlich, sowieso. Das kommt immer gut. Ich meine, der Begriff Stasi 2.0, der hat ja wirklich, also wenn man überlegt, der ist von 2007 und wenn man heute Leute drauf anspricht, also hier wahrscheinlich noch eher, aber auch draußen, ist ja schon noch gebräuchlich. Also man kann damit immer noch gut unterwegs sein. Aber ich habe es jetzt neulich wieder viel gelesen, als die ganzen Journalisten nach Berlin kamen, um zu gucken, warum hier die ganzen Aktivisten hocken und was in Berlin so anders ist. Und da kam wieder sehr viel dieser Begriff in der englischsprachigen Presse, weil der eben auch verstanden wird international. Ja, fand ich ganz interessant, der kam plötzlich wieder hoch. Das habe ich bei der Recherche auch gefunden, kann ich nochmal verlinken. Also das ist dann auch former Staatssicherheits. Ich habe so eine gefühlte Heuristik, du hast eine, die du belegen kannst. Ja, aber jetzt gerade nicht hier verlinkt. Okay.
Gibt's noch was zu Stasi 2.0? Will noch jemand was von euch zu Stasi 2.0? Wir haben ja hier auch so ein Mikro, da haben wir noch ein Mikrofon. Das müsste man dann bloß auf die Bühne stellen. Das ist nicht der Fall, nächste Thema. Gut, die Abstimmung hieß SBK-Poll Montag und die Frage war... Spannend jetzt. Ich bin auch schon ganz... Es geht um die Montagsdemos, genau. Ja. Der Begriff Montagsdemonstration sollte nur im DDR-Kontext, also 1989-90, verwendet werden. Ja, nein? Das ist aber ordentlich. Also 85% sagen ja. Das ist ein Honecker-Ergebnis. 60 Votes und 16% nein. Hm. Ja, der ist also... Bevor wir da hinkommen, hier ist schon mal der Link zur letzten Umfrage. Und den twitter ich jetzt auch noch schnell und dann steigen wir ein in die Montagsdemonstration. So. Also unsere Hörer sehen das quasi als einen feststehenden Begriff, den man jetzt auch nicht durch Pegida... Ich habe hier jede Menge Beispiele, was denn alles Montagsdemonstrationen sind. Also ich kann mal ein paar aufrufen. Also Stuttgart 21... Waren die montags? Die sind auch montags. Ich dachte, die sind wochentags immer oder so. Nee, also hier sind die nächsten Termine. Also wer jetzt noch schnell hin möchte, das schafft man noch. Also morgen ist wieder eine. Dann vom Kongress weg, um dann zu demonstrieren? Ja, vielleicht. Nee, Freunde. Ist die 253. Habt ihr noch genug Zeit? Das Stuttgart 21 zieht sich noch ein paar Jahrzehnte hin. Ist die 253. Montagsdemo. Oh, wow. Dann gab es was gegen den Frankfurter Flughafen. Ich mache das mal so ein bisschen aufsteigend. Die haben gegen Fluglärm demonstriert. Das ging dann irgendwie im Februar 2012, war nochmal relativ gut besucht. Ah, da gab es auch diesen Rechtsstreit, ob die das direkt in diesem Flughafen machen dürfen. Ne? Ah, ja, danke. War ein Jurist unter uns. Möchte da jemand was dazu sagen? Also ich weiß, dass die Streitfrage war, ob dieser Flughafen, in dem sich ja viele Menschen bewegen, eigentlich ein öffentlicher Raum ist und damit Demonstrationsrecht überhaupt herrscht oder ob ein privater Betreiber sagen kann, nee, hier bei uns nicht. Fand ich eine ganz interessante Frage. Ich weiß leider nicht, wie sie ausgegangen ist. Ich glaube, die haben gewonnen. Ja, haben sie. Dankeschön. Ja, ich bestätige das mal über... Danke. Habe ich das korrekt dargestellt? Willst du kurz noch was dazu sagen? Können wir mal das Mikrofon auf die Bühne bringen? Ja, wir machen jetzt hier mal Call-in-Radio. Du bist dann auch zu sehen, nur kurz zur Info. Du musst schon da hingehen, sonst hört dich ja keiner an das Mikro. Nicht das Mikrofon auf den Tisch. Das Mikrofon. Könntest du es kurz hochstellen, das Mikrofon? Ja. Es war tatsächlich so, dass es das sogenannte Fraport-Urteil gibt, was dessen Gegenstand war genau das Demonstrationsrecht innerhalb von dem Frankfurter Flughafengebäude. Allerdings wurde dieser Rechtsstreit nicht initiiert und durchgefochten von den Leuten, die jetzt gegen den Fluglärm seit Jahren demonstrieren, sondern das war vorher eine relativ zahlenmäßig kleine Aktion gegen Abschiebepraxis vom Frankfurter Flughafen, wo sich dann Leute dahinter geklemmt haben und das mit Erfolg, wie gesagt, durchgesetzt haben. Mit der relativ interessanten Argumentation, die sich dann im Urteil wiederfindet, dadurch, dass der Flughafen ja mehrheitlich im Besitz der öffentlichen Hand ist, kann sich die Betreibergesellschaft nicht selbst auf Grundrechte berufen, sondern ist Grundrechtsbetroffener, also hat Grundrechte zu gewährleisten, so wie es der Staat hat. Sonst könnte ja der Staat dadurch, dass er Aktiengesellschaften dergleichen gründet, sich aus den Grundrechten rausstehlen. Und das Urteil wird jetzt gut 3 Jahren seit der Öffnung dieser dritten Landebahn regelmäßig montags genutzt von den Leuten, denen da die Dachziegel von den Dächern fallen, wegen der startenden Flugzeuge und landen. Und finden also da regelmäßig Montagsdemonstrationen drin statt. Okay, also sind jetzt noch im Gang, also werden jetzt auch fortgeführt gerade? Ja, ja. Okay. Also jede Woche, beziehungsweise in der Urlaubszeit im etwas kleineren Rahmen, aber kontinuierlich. Das hieß ja, dass... Ähnlich kontinuierlich wie in Stuttgart, man hat es ja in der Zählung gesehen. Ja. Dankeschön. Das hieß ja praktisch, dass die ja nur den Fraport verticken müssen. Und dann können die nicht mehr demonstrieren, weil dann ja sozusagen diese Flughafengesellschaft nicht mehr im staatlichen Besitz wäre. Ja. Also man muss ja als Hacker denken. Ja, obwohl das nicht geschehen wird. Ja, egal. Aber eine Frage, die ich habe, ist halt, warum demonstriert man eigentlich montags? Da habe ich was gefunden. Ah, sehr gut. Also habe ich mich immer schon gefragt, gut, wenn man sich natürlich auf die DDR-Tradition berufen will, was ja bestimmte dieser Demos unbedingt machen wollen. Also ich kann mal kurz vorlesen. Aber sonst? Der traditionelle Termin der Friedensgebete in der Nikolaikirche und 3 anderen Kirchen in der Leipziger Innenstadt
montags um 17 Uhr erwies sich als geschickt gewählt. Ich zitiere übrigens Wikipedia nur für die Lizenz. Er erlaubte einerseits die Teilnahme an Gebet und Demonstration, ohne der Arbeit fernbleiben zu müssen, während SED-Mitglieder traditionell durch ihre montäglichen Parteiversammlungen in ihren Betriebsparteiorganisationen gebunden waren. Wie geil ist das denn? Andererseits lag er auch vor der Ladenschlusszeit der Leipziger Innenstadt, sodass es relativ gefahrlos möglich war, sich dort aufzuhalten und die Aufmerksamkeit der Sicherheitskräfte auf sich zu ziehen. Sehr gut. Außerdem ermöglichte er den westdeutschen Fernsehsendern, den Beginn der Demonstration regelmäßig in die Hauptnachrichtensendungen zu übernehmen. Das Bildmaterial musste dabei aus Leipzig herausgeschmuggelt werden, da die Stadt für westliche Journalisten zu diesem Zeit gesperrt war. Das ist natürlich cool. Das ist cool. Ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt alles noch Punkte sind, die jetzt quasi auf die neuen Montagsdemonstrationen zutreffen, weil da ist es für mich eigentlich jetzt schon evident, oder das haben ja auch viele hier bestätigt, dass, oder ich weiß nicht, ob sie mich bestätigen wollten, dass da eigentlich nur der Begriff genommen wird, weil man den halt so positiv besetzt hat und weil da halt viele aufgestanden sind, um halt für eine gerechte Sache zu kämpfen. Ja. Ja. Ich glaube, die Montagsdemonstrationen und die Bilder, die man ja nur im Westfernsehen, ausschließlich im Westfernsehen sah, also für den Teil der DDR, die Westfernsehen empfangen konnten, die waren zumindest für mich oder damals für meine Eltern, ich war sozusagen noch Teenager, die waren extrem wichtig, weil das nachher so eine große Masse war. Man konnte zwar schwer erkennen, waren ziemlich schlechte Bilder am Anfang, aber es war sehr wichtig für diesen Angstfaktor. In dieser Vorwendezeit hatten viele unfassbare Angst, dass das umschlägt. Und dadurch, dass da so viele waren und dass das im Westfernsehen kam, war man auch bestärkt, dass es eben viele sind und nicht nur so eine kleine, aufgebauschte West-PR. Also es war ja immer auch so ein Propagandakrieg. Also ich habe zumindest in meiner Familie und in so dem Umfeld in dem Dorf, war das sehr wichtig, dass sie das rausgeschmuggelt haben mit Material. Und es hat sich ja dann auch dadurch verstärkt, hat man den Eindruck, oder? Ja, auf jeden Fall. Die haben alle West... Also bis auf ein paar... Und je mehr dann gekommen sind und je mehr man gesehen hat, je mehr kommen, desto mehr sind es dann halt auch jede Woche geworden. Na, auch diese Rituale mit den Kerzen und so. Also ich meine, es hat sich natürlich erst verbreitet, weil man es sehen konnte im Westfernsehen. Genau, ja. Man muss natürlich auch sagen, dass auch heute durch die Medien eine Verstärkung kommt. Denn diese Gruppe, die da in Dresden demonstriert, hätte überhaupt keinen Zulauf, wenn nicht die Medien da eben auch als Propagandamaschine. Oh, das halte ich aber für eine gewagte These. Es steht ja dann schon in den Zeitungen. Kannst nicht 15.000 Menschen mobilisieren. Jetzt 17.500, glaube ich, diese Woche. Ja. Ich glaube auch, dass man eine Medienverstärkung braucht, aber meine Befürchtung ist ja, dass diese Pegida so eine unterschwellige Sache, die viele denken, auch gerade weil argumentativ ja so schwer zu greifen ist, sondern eher so ein allgemeiner Unmut und Lügenpresse, na, ihr wisst schon, was schon so lange brodelt, zu so einem Kombinationspunkt bringt. Aber also ich glaube, es ist weniger in die Medien nur, sondern auch so ein Gefühl von, da muss ich jetzt aber mal. Aber weißt du, ist das jetzt Zufall, dass das auch montags ist, oder ist das jetzt bewusst auch schon auf diesem Montag? Das ist bewusst gelegen. Aber ist hier unten ein Pegida-Organisateur hier, der uns da vielleicht... Nicht, das ist nicht der Fall. Es gibt ja noch hier das Aktionsbündnis bundesweite Montagsdemo. Da ging es dann irgendwie um die Sozialgesetzgebung, weg mit Hartz IV. Und was ich als letztes... Ach ja, nur die haben lange stattgefunden, diese Montagsdemo. Ich glaube, die gibt es immer noch, ne? Mal gucken. Die sind doch, waren in Berlin auf jeden Fall immer am Alex. Ja, von dem Landplatz, genau. Also hier sind auf jeden Fall die Ziele, die sie sich gesetzt haben. Und hier steht eigentlich nur was von Herbstdemonstrationen. Ich glaube, das ist jetzt nicht vielleicht mehr so. Vielleicht Montag im Herbst dann? Aber es ist halt trotzdem immer montags. Also es ist im Prinzip der Montagsdemo. Und dann gibt es noch hier das, das ist auch ein bisschen merkwürdig. Montagsdemo EU. Da ist dann so... Where the revolution is televised. Da geht es halt um so alternative Medien, weil in den... Das ist aber wieder das ist das Pegida-Umfeld, würde ich sagen. Also hier, das sind so die Redner, Rico Albrecht, Lars Merhold, Heiko Schrang, Ken Jebsen, Andreas Popp. Ja, ja. Und die verlinken da halt ihre ganzen Videos, um halt eine Alternative zu sein zu den anderen Massenmedien. Aber es ist halt alle schmücken sich jetzt quasi mit diesem Montags-Demo. Ja, aber wir halten, glaube ich, mal fest, zusammen mit dem Publikum und den Hörern sozusagen teilen wir eigentlich die Meinung, dass dieser Begriff eher besetzt sein sollte. Wir halten das also für eine feindliche Übernahme, ja? Ja. Also der Begrifflichkeiten, kann man das mal festhalten? Ja. Also da müssen wir dringend was machen. Was machen wir denn da?
Der Vorschlag war hier, falls man nicht hören konnte, dass wir Montagsdemo. Es ist halt auch Meta. Wirklich ein starker Begriff, also muss man ja mal ganz, naja, ganz unanfangenommen sagen. Also es ist halt wirklich naja, so eigentlich positiv nicht. Also besetzt. Ich meine, es ist ein Wochentag unter Demo, also es ist ja nur durch diese historische... Ja, klar, aber so geht aber das. Allein wie viele Bündnisse sich da jetzt quasi dranhängen, um halt ihre Ziel positiv aufzuladen, ist schon... Ja, das ist wieder mit den Konnotationen. Diesen Begriff klauen, ist aber, glaube ich, echt schwer. Also eigentlich müssen wir den wegnehmen, irgendwie so gegenpropagandamäßig. Ja, es ist jetzt ja schon verbrannt, würde ich sagen. Also wenn du jetzt eine Montagsdemo neu initiierst, dann würde man das eher auch, also klar, das große Vorbild, was eben positiv konnotiert ist, ist die Montagsdemo in Leipzig. Oder die Montagsdemos. Aber inzwischen würde man auch immer gleich die Pegida mitdenken. Also jetzt nochmal eine Montagsdemo ist schon schwierig. Also Sie haben den Begriff schon versaut, ja? Die Konnotationen verschieben sich. Es hat sich nicht auch mal so ein Geschäftsmann in Leipzig, wir sind das Volk, schützen lassen, um das auf Porzellanteller zu drucken? Weiß das jemand? Da gab's war doch mal dieser Satz, wir sind das Volk. Wir sind das Volk? Das ist nicht schutzfähig. Also da wäre ich ganz sicher. Man weiß es nicht. Aber es ist, glaube ich, nicht mehr relevant. So als Geschmacksmuster, ja, oder wie? Bizarro. Weil... Bin ich auch dagegen. Ja. Gut, dann kommen wir mal zum letzten Begriff. Beziehungsweise zur Frage. Oh ja, Umfrage. Oh ja, das betrifft mich jetzt auch zumindest persönlich geburtstechnisch gesehen. Bitte, was soll denn das heißen? Ich komme aus Thüringen. Ach so. So, wir haben ja ganz unvoreingenommen gefragt, die DDR war ein Unrechtsstaat, ja oder nein? Das ist vielleicht auch ein bisschen simpel so als Frage, aber gut. So wurde es dann auch in dem Koalitionspapier, auf das wir gleich kommen. Aber du bist da nicht wahlberechtigt, ne? Nein. Ah. Hast du? Also nicht in Thüringen. Hast du einen Kommunisten gewählt? So, Oh, okay, das ist auch relativ. Schon 70 Votes, aber ja, 80%, also auch wieder deutliche Mehrheit für, ja, die DDR war ein Unrechtsstaat. So, und wie kommen wir da jetzt drauf? Dann müsst ihr doch mal erstmal kurz den Begriff Unrechtsstaat definieren, bitte. Das ist halt ein Problem, weil der ist halt nicht. Wofür gab es jetzt den Applaus? Dass Maha sagt, das ist ein Problem, das zu definieren? Oder für die gute Abstimmung? Ja. Ja gut, lassen wir es dahingestellt. Nee, das finde ich nicht. Nein, wir sollten, nee, also komm Freunde, ein bisschen definieren müssen wir schon, was wir damit eigentlich meinen. Nee, ich wollte gerade was zum Unrechtsstaat sagen. Ich wollte nicht das mit dem Applaus jetzt nicht diskutieren. Also Unrechtsstaat ist insofern problematisch, dass natürlich Rechtsstaat ein Terminus ist. Der ist definiert. Mhm. Also Rechtsstaat ist eben ein Staat, in dem Grundrechte gelten. Naja, auch eine Rechtswegegarantie und den ganzen... Genau, das gehört ja zu den Grundrechten. Übrigens, Demokratie gehört nicht dazu. Also denkbar wäre ein nicht demokratischer Rechtsstaat. Das ist einen eigenen Podcast wert, wäre ich auch mal dafür. Denn im Grundgesetz ist die Rede davon, dass die Bundesrepublik Deutschland ein demokratischer Rechtsstaat sei. Das impliziert natürlich, dass es auch undemokratische gibt. Das ist aber der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist jetzt, Unrechtsstaat ist nicht definiert. Und un ist halt ein ganz schwieriges Wortbildungselement, weil das nicht einfach eine Verneinung ist. Also wenn man sagt, die DDR war kein Rechtsstaat, da könnte man Einigkeit erzielen vielleicht, dann ist es noch nicht so, dass es ein Unrechtsstaat ist, weil ein Unrechtsstaat noch eine andere Qualität ist als so ein Rechtsstaat. Ja, ist ein Nicht-Rechtsstaat. Und das ist halt das große Problem. Ja gut, aber wir müssen uns natürlich trotzdem fragen, was ist denn gemeint, wenn man dieses Wort benutzt? Also ich will halt nur sagen, es ist kein Terminus. Also da kann jeder sich was anderes unter vorstellen unter einem Unrechtsstaat. Ja, na gut, die Definition so halt in Deutschland hat ja nur Gauck, aber den fragen wir jetzt mal nicht. Wir gucken mal in den Koalitionspapierentwurf, den die Linke, die SPD und die Grünen in Thüringen im September geschrieben haben. Du meinst in diesem infamen Bundesland, wo die ganz anders wählen, als sie sollen? Ja, da wo die... das Wahlrecht... Das war doch unerhört. Habt ihr die Zeitung nicht gelesen, wie unerhört das war? Und ja, die SPD nur 12%. Also. Hatten die noch zweistellig? Gerade noch so eben. Ja. Und da geht es dann eben los. Dabei geht es um eine demokratische Kultur von morgen. Für eine Aufarbeitung in die Gesellschaft hinein ist es von Bedeutung festzuhalten, die DDR war eine Diktatur, kein Rechtsstaat, weil durch unfreie Wahlen bereits die strukturelle demokratische Legitimation staatlichen Handelns fehlte, weil jedes Recht und jede Gerechtigkeit in der DDR ein Ende haben konnte, wenn einer der kleinen und großen Mächtigen es so wollte. Und so weiter und so fort.
Also nee, lass mal weiter. Nee, der Besatz, ja, das kommt noch, glaube ich. Weil jedes Recht und Gerechtigkeit für diejenigen verloren waren, die sich nicht systemkonform verhielten, war die DDR in der Konsequenz ein Unrechtsstaat. Daraus erwächst besondere Verantwortung. Ich finde halt keine schlechte Definition zu sagen, wir definieren den Unrechtsstaat quasi so, weil Recht und Gerechtigkeit quasi selektiv gewährt werden. Ich finde das gar keine schlechte Definition, die Sie sich da überlegt haben. Weil eben nicht für jeden gilt, sondern wenn man halt Pech hat und, also gut, Sie wählen jetzt hier den Begriff systemkonform, den möchte ich ja auch gerne mal ins Heute holen, aber gut. Aber ich finde es gar keine schlechte Definition zu sagen, dass es zwar Recht und Gesetz gab, aber dass die eben relativ schwer abschätzbar nicht für jeden galten. Finde ich eine gute Formulierung. Aber das ist ja auch diese, ihr wisst ja, das komische Bundesland, ne? Es gibt hier noch einen schönen Absatz, den fand ich auch interessant. Dabei geht es um eine politische Bildung, insbesondere mit dem Ziel der Bildung zur Demokratie. Das ist nicht gleichbedeutend mit der Herabwürdigung von Biografien, allerdings hat sich jedes Leben in der DDR eben dort abgespielt und nicht im luftleeren Raum. Oh well. Wir müssen die enge Sichtweise hier Täter immer gleichbedeutend mit einer Zusammen- oder Mitarbeit im Ministerium für Staatssicherheit und dort Opfer, die nur Opfer sind, wenn sie zum Beispiel inhaftiert waren, erweitern. Ja. Ja, heißt das eigentlich, die Dinge sind nicht schwarz-weiß? Ja, aber das stimmt ja aber auch immer, oder? Also das ist auch so ein, ist ziemlich phrasenhaft eigentlich. Deswegen hat dann Gysi auch, hat sich dann auch dazu geäußert. Das ist aber nicht der Ministerpräsident, der heißt Ramelow. Ramelow, genau, aber Gysi ist auch Mitglied der Linkspartei und er findet, Bezeichnung Unrechtsstaat passe nicht. Weil? Denn, jetzt kommt eine ganz interessante Argumentation, da geht es nämlich um die Gründung des Staates DDR. Wenn ich die DDR als Unrechtsstaat bezeichne, dann erkläre ich, dass die drei Westmächte das Recht hatten, die Bundesrepublik zu gründen, die Sowjetunion aber als Antwort nicht das Recht hatte, die DDR zu gründen. Oh, well, das ist eine politische Antwort. Das hat nichts mit Rechtsstaat zu tun. Also. Ja, also ist natürlich jetzt irgendwie schlau, da zu drehen und irgendwie den Westmächten in die Schuhe zu schieben. Irgendwie, ja, komm, das ist eine ziemlich politische Antwort. Das ist ihm dann auch um die Ohren gehauen worden. Also, von wem? Ich glaube auch von seiner eigenen Partei, die dann auch gesagt hat, man kann das eine mit dem anderen nicht gleichsetzen und selbst in einem, also gegründeten Staat, von wem auch immer, kann es jetzt Recht oder Unrecht geben. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, wir haben das in einem Neusprechfunk auch schon mal besprochen. Irgendwann letztes Jahr sind ja Tonbandaufnahmen öffentlich geworden, die, Gysi war ja Rechtsanwalt in der DDR, die ihn als Prozessvertreter aufgezeichnet haben, wo er versucht hat, in einem Gerichtsverfahren zu argumentieren. Ich fand das sehr interessant, es gibt ja von Abschriften, ich glaube, das war Peter Wensierski vom Spiegel, ich bin aber nicht sicher. Wir können den Link aber raussuchen. Also es war ganz interessant zu sehen, wie er als Rechtsanwalt versucht hat zu argumentieren, natürlich in einem Fall, wo vorher klar war, dass derjenige, der sich nicht systemkonform verhalten hatte, verurteilt wird. Also es war interessant, wie genau wie, ich finde, diese Deformation in der DDR, in dem Sinne von, dass sich Subsysteme, wie eben auch das juristische System, einfach an diese merkwürdige, an diese Repression und den Druck angepasst haben, sehr deutlich werden in diesen Tonbandaufnahmen. Also ich kann die jedem empfehlen, die sind sehr interessant. Ja, aber das ist auch genau der Punkt. Also ich meine, das ist ja genau deshalb kein Rechtsstaat, weil eben die Gewaltenteilung nicht funktioniert hat. Na, wieso? Nominell schon. Naja, trotzdem war aber die Partei, und das war ja auch gewollt, also das ist ja nicht irgendwie ein Bug oder so, sondern das war ja sozusagen ein Design-Feature der DDR, dass die Partei Einfluss nimmt in allen Bereichen. Ja, ist so richtig, die hatte doch auch immer recht. Ja, ja, und das ist eben nicht der Rechtsstaat. Aber was ja hier auch so ein bisschen in der Diskussion dann rauskommen soll, ist ja, dass alle, die quasi in der DDR gelebt haben, quasi in einem Unrechtsstaat, ich weiß nicht, soll dann auch suggeriert werden, dass die dann auch alle, indem sie nicht aufbegehrt haben, an diesem Unrecht teilgenommen haben? Oder geht das so weit? Ich meine, jede Biografie hat sowas. Also ich kenne das aus meiner Familie. Ich habe ein Familienmitglied, der konnte kein Abitur machen. Also ist ein bisschen ketzerisch. Und ich habe keinen Rechtsweg dagegen. Natürlich nicht. Also dann hast du halt irgendwie, nö, also ist nicht. Also erweiterte Oberschule, wie die zu DDR-Zeiten hieß, geht nicht. Und Student wirst du damit auch nicht. Da gab es keinen Rechtsweg gegen. Also und so eine Kleinfälle, die jetzt nicht unbedingt krasse politische Aufmerksamkeitsfälle sind, sondern so eher so Alltagsfälle, wo man einfach ein Recht, was man vielleicht hat und was vielleicht nominell besteht, nicht durchsetzen konnte. Ich glaube, die gibt es zu Tausenden. Ja, aber du kannst jetzt nicht so eine Verschiebung machen und die Schuld sozusagen den Opfern zuschieben. Ja, das war jetzt auch ketzerisch gefragt. Also bewusst, ja. Ich meine, du kannst nicht sagen, die nicht aufbegehrt haben, sind selber schuld. Ja. Ja, das ist. Ja, außerdem, ich darf mal daran erinnern, die DDR ist schon Geschichte, das haben jetzt hier alle schon. Ja, ja, also, ich wurde ja aufbegehrt, sonst gäbe es ja die DDR noch.
Also weil letztlich ich ist es halt, noch infamer sozusagen. Ich fand halt diesen Absatz hier ganz interessant, weil er halt wirklich nochmal das explizit gesagt wird, weil es offensichtlich ja nicht so ganz. Mhm. Ja, gut. Oder ist das jetzt einfach, um halt alle unter einen Hut zu bringen, die da dieses Papier unterzeichnet haben? Ja, naja. Ich glaube, das ist ja irgendwie auch wahr. Also ich meine, klar, diese Geschichte von Tätern und Opfern ist nicht schwarz-weiß, weil man heute so ein bisschen, es gibt ja eine Menge, also ich habe selber Opferakten gelesen, die meiner Familie, also die wir uns geholt haben, aber es gibt natürlich mittlerweile auch Bücher drüber. Natürlich sind die Geschichten nicht schwarz-weiß. Mhm. Ich kenne zum Beispiel Leute, also aus meinem Umfeld, die waren Zuträger, aber die sind natürlich auch gleichzeitig erpresst worden, damit sie Zuträger wurden. Also ich meine, also die auch heute nicht darüber reden wollen, mit was sie eigentlich erpresst wurden. Die Geschichten sind nicht schwarz-weiß. Macht es natürlich nicht schöner, wenn man irgendwie. Ja. Aber gut, es ist eigentlich, also ich finde es unfassbar, was das eigentlich für eine Chance ist, in so ein Apparat und auch die Motivation von Menschen reinzugucken. Mhm. Ja, also ich finde eben gerade deshalb sind die Stasi-Unterlagen auch interessant. Also ich meine, nicht, dass da weiter überwacht wird, sondern dass man da eben historisch aufarbeiten kann, was man eben im Westen nicht so kann. Schon bedauerlich, dass der Gauck als langjähriger Behördenchef mit seinem Freiheitsfetisch das nicht mal ein bisschen anders umsetzt. Ja. Und das jetzt eben auch benutzt werden, um halt Fahndungen. Oh, Gauck hat hier keine große Beliebtheit, oder? Ja. Ist doch euer Bundespräsident. Deine auch. Ja, well, schon, aber ich habe ihn ja nicht gewählt. Ja, ich auch nicht. Hat keiner gewählt, der hier sitzt. Weiß man nicht, weil ich war hier einer in der Bundesversammlung. Ich war in der Bundesversammlung. Ehrlich? Oh. Nein. Aha. Oh. Und dann erzähl mal. Naja, ich war nur Ersatzvertreter. Ist ja geil. Also Ersatzvertreter. Wie, erzähl mal, wie kommt man da hin? Was soll das? Naja, die Parlamente entsenden Vertreter und Ersatzvertreter. Und weil ja, ich meine, das Grundgesetz ist nach dem Krieg gemacht worden, da konnte man noch nicht so reisen, da gab es noch keine Entschädigung bei der Deutschen Bahn, wenn der Zug Verspätung hat und so. Da musste man offensichtlich noch mit seinem Gaul nach Bonn reiten zur Bundesversammlung. Und da immer Ausfälle waren, ist halt entschieden worden in der Wahlordnung, dass die Bundesländer jeweils eine gewisse Zahl von Vertretern entsenden, also die Parlamente, und eben auch nochmal Ersatzvertreter. Und beantwortet nicht die Frage, die auf die jetzt alle, guck dir mal die Gesichter, was die wissen wollen, ist, warum kommt man in die hat halt Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, hat halt Leute gewählt und die einzelnen Fraktionen haben halt Vorschlagrechte und eine Fraktion hat mich halt vorgeschlagen. Ja, welche? Ja, welche wohl? Echt, die Piraten? Ah, du warst also fast, hast ihn fast nicht mitgewählt. Ich hatte ihn fast nicht mitgewählt, aber meine Vertreter haben Stein und Bein geschworen, dass sie ihn auch nicht gewählt haben. Aber es ist eine geheime Wahl. Wir wissen es nicht. Ja, also, wir hatten uns vorher abgesprochen. Ah, interessant. Wie ist das Prozedere? Kann einfach die Fraktion dann sagen, hier den, der ist honorig, den nehmen wir mal als Ersatz? Ja, die schlägt Leute vor. Die machen das, stimmen das in der Fraktion natürlich ab und dann wird jemand vorgeschlagen und das Abgeordnetenhaus wählt halt meistens so, wie die Fraktionen vorgeschlagen haben. Also wenn jetzt jemand, Constanze, für die nächste Wahl des Bundespräsidenten als Kandidatin oder als Wählerin aufstellen will? Nee. Da ist aber der Gauck wieder Kandidat, stell dich mal drauf ein. Hat er schon gesagt? Er hat, glaube ich, durchblicken lassen, was er nochmal will. Also ja, habe ich irgendwo gelesen. Toll. Vielleicht irre ich mich. Also gut, also wenn jemand möchte, dass Constanze dann Gauck wählt oder nicht wählt, geheim, dann jetzt... Gab es schon Protestformen in der Bundesversammlung? Also ich meine, außer das Ergebnis vorher zu twittern. Nee, ich glaube, also jetzt bei der Bundespräsidentenwahl war jetzt noch nicht so viel Eklat. Ma, deine Chance wäre das gewesen. Ja, gut. Zu spät. Ersatzvertreter. Nein, machen wir nächstes Mal, okay? Ersatzvertreter. Wie gesagt, kann man alles machen. Ich habe übrigens, es ist zwischendurch hier noch mir was zugetwittert worden. Also erstmal wurde mir mitgeteilt, dass es tatsächlich das mit der Marke gab. Da gibt es einen Artikel in der Welt. Wir sind das Volk, genau. Und die andere Sache war, es wurde darauf hingewiesen, dass in Artikel 20 nichts vom demokratischen Rechtsstaat steht. Ich habe dann verwiesen, dass ich mich auf Artikel 28 des Grundgesetzes beziehe und dann bin ich darauf hingewiesen worden, dass es da um die Bundesländer geht. Gut. Ja, also ach, die Bundesländer sind demokratische Rechtsstaaten. Okay. Aber der Bayern auch? Also die sind doch anders, oder? In Thüringen ist auch Freistaat. Genau, es gibt auch Freistaat. Ja, Sachsen auch. Ja. Ja. Na gut, wir wissen es nicht. Kannst du dann später dir deine Details? Ja, ich werde das dann. Oh, das, ja, das ist von, das kann oh, ich alles nicht, klar. Das so. Kann ich nicht so verlinken, weil das man muss halt wissen, Grundgesetz Artikel 28 kann ich bestimmt auch verlinken. Das habt ihr alle zu Hause stehen, da könnt ihr jetzt dann. Das Grundgesetz hat da jeder. Das hat jeder. Alle, du bist getrollt worden. Ja. Ja. Okay. Gut. Dann
würde ich sagen, falls niemand von euch mehr noch was sagen, das Mikrofon steht jetzt auf der Bühne, also seid jetzt auch zu sehen, wenn ihr hier vorkommen wolltet. Ja. Wir haben einen Freiwilligen, den kennen wir schon. Nein, musst du hoch, genau. Okay, gut, ja, also gehe ich noch mal in die Bütt. Ist vielleicht ein ganz guter Anknüpfungspunkt, irgendwie Grundgesetz und was drinsteht und was nicht drinsteht, insbesondere Artikel 20. Ich habe jetzt den Wortlaut nicht ganz genau im Kopf, aber soweit ich weiß, sind da die beiden Begriffe eigentlich umschrieben. Also zum einen heißt es, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus und das wird dann noch ein bisschen weiter ausgeführt, also wo das demokratische Prinzip dran aufgehängt ist. Und das andere ist, im nächsten Satz oder im nächsten Absatz heißt es dann, die Gesetzgebung ist an die Verfassung gebunden und vollziehende und rechtsprechende Gewalt sind an Recht und Gesetz gebunden. Das ist das Rechtsstaatsprinzip. So, und jetzt, um die Kurve zu kriegen zu diesem schönen Begriff Unrechtsstaat, warum ich glaube, dass der so beliebt ist, ist genau die von Maher angesprochene Doppeldeutigkeit, eigentlich, dass man da die Klammer so rum oder so rum setzen kann. Also ein Unrechtsstaat oder ein Unrechtsstaat. Und man kann sich vermutlich relativ leicht darauf einigen, ist eigentlich dieser Absatz aus der Koalitionsvereinbarung zeichnet es nach, man kann sich vermutlich relativ leicht darauf einigen, dass die DDR kein Rechtsstaat war, in dem Sinn also ein Unrechtsstaat. Und da gefühlte 97,3% der Leute dann nicht lang genug drüber nachdenken, sind sie dann auch sehr schnell beim Unrechtsstaat, was ja, wenn man es wörtlich nimmt, heißen würde, dass das Unrecht in der DDR die gleiche Rolle gespielt hat, wie sie laut unserem Grundgesetz das Recht im System der Bundesrepublik spielt, was ja eine wesentlich stärkere Behauptung ist. Und die wird dann aber untergeschoben. Und das ist, glaube ich, das, was den Erfinderinnen und Erfindern dieses Begriffs sehr gelegen kommt. Ja, ich glaube, da hast du schon ziemlich einen Punkt gemacht. Aber in der Formulierung von der Abstimmung war der eigentlich sprachlich klar, dass es eben nicht unbindestrich Rechtsstaat sein soll, sondern, das gut, aber da hat normal natürlich auch noch nicht erklärt. Das typische Wortbildungsmuster, das Un ist ja eigentlich etwas, was grundsätzlich erstmal Adjektive betrifft, also ja. Eigenschaften, und das ist, also Unstaat ist irgendwie nicht die richtige deutsche Wortbildung. Ja. Deshalb, also Recht, das ist Recht, ist halt, das Wort Recht ist halt so ein, ja, undeutliches Wort, was ein bisschen Adjektiv-Adverbialcharakter hat, kann mir Recht sein und so, und eben auch Substantivcharakter. Und deshalb ist im Recht und Unrecht lassen sich verknüpfen. Aber Staat und Unstaat lässt sich nicht gut verknüpfen. Also das Un gehört wahrscheinlich wirklich zu Recht eher, also wortbildungstechnisch. Aber die Idee mit der Klammerung ist trotzdem gut. Das ist wahrscheinlich, erklärt wahrscheinlich die Art, wie hier argumentiert wird. Okay. Aber so insgesamt haben wir, glaube ich, hier, also hier oben auch Einigkeit mit den Abstimmungsergebnissen. Ja, das ist schon verblüffend, ja. Also war schon. Also ihr würdet auch eher, auch eher unterzeichnen, obwohl ich natürlich auch immer gerne viele Sätze hinter diesen kurzen Satz dann setzen würde. Aber naja, das Problem ist, um es nochmal zu sagen, Rechtsstaat ist ein Terminus, Unrechtsstaat ist kein Terminus. Deshalb kann sich da jeder was anderes unterstellen. Ja, aber in der Erklärung von Maher, finde ich, können wir hier so halbwegs Konsens herstellen, oder? Halbwegs so? Ja, das Publikum. Also allgemeine Runzeln, naja. Das Publikum laden wir uns gerne wieder an. Ja, so Podcast mit Publikum hat was. Ja. Musik, ja. Wir sehen wirklich nicht bis ganz hin, das ist so hell. Ja, wir sehen leider nicht, weil es hier so hell ist. Ein Menschen mehr. Der Punkt ist ja, beim Neusprechfunk sind wir immer so ein bisschen lang. Und wenn man ein Publikum hat und man sieht, dass die hinteren rein schon schnarchen, dann kann man sagen, okay, jetzt rechts mal wieder. Aber das sehen wir ja so, gar nicht. Da klicken auch nicht so viele, also jetzt prozentual wie in der Gesamtbevölkerung sonst, auf ihren Handys rum. Insofern ist, man kann sehen, dass wir sie noch bei uns haben. Man sieht sofort, Handys, die nach unten gehen. Nee, also dann bedanke ich mich bei euch. Ja, war schon Schluss? Ja, war schon Schluss. Du musst ja auch los. Ach ja, stimmt, Termine, große Arbeit. Konstanze ist natürlich... Ja, fast auf den Punkt. Also genau. Vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt. Danke an euch fürs Kommen. Wir müssen noch. Es kommt immer am Ende, und es kommt jetzt auch bei Staatsbürgerkunden, natürlich müssen wir den Neusprechfunk nochmal pullen ordentlich. Ja? Macht. Und Mahas Video von gestern
Gut, ja, die Zeit geht hier so anders. Gestern, wie gesagt, die Videos sind schon online, das sind keine Pre-Releases, sind sogar die richtigen Releases schon. Also in HD, so richtig super. Sexy. Also das Videoteam ist echt klasse, das muss man mal loben. Und media.ccc.de, ne? Genau, da soll man sich so runterladen. Genau. Datenschutzreich. Und dann natürlich auch nochmal, du sagtest Neusprechfunk, da kam ja jetzt hier auch schon wieder ein Tweet, warum gibt es noch keine Neusprechfunk? Genau, da müssen wir jetzt eigentlich noch keine neue Folge von Neusprechfunk. Was zu sagen? Ja, wir werden die Gelegenheit nutzen, mal so richtig auf Kai Biermann rumzuhacken, so wie Hölle. Weil Kai Biermann ist schuld und er ist auch nicht beim Kongress. Ja. Genau. Ich wollte jetzt eigentlich noch grüßen. Schickt ihm Tweets. Wir grüßen ihn, ja. Auf jeden Fall. Grüßen nischt. Aber... aber er ist jetzt in der Pflicht. Ja. Wir machen jetzt Termine aus. Wir haben uns wirklich vorgenommen, wir machen im Januar einen neuen Neusprechfunk mit Gewinnspiel. Wir machen jetzt 3 Termine aus und Kai muss Farbe bekennen. So gut, Martin, jetzt unterbrechen wir dich nicht mehr für deine... Nein, das war's. Ich wollte eigentlich tatsächlich nur noch Kai grüßen. Ja. Das lassen wir jetzt weg. Ja. Ich würde jetzt das Outro einspielen. Ich würde aber empfehlen, wir nehmen die Kopfhörer ab, weil ich weiß jetzt nicht, wie das... Das Outro ist wieder laut. Okay, danke dir auch, ja, dass wir hier zu Gast sein durften. Danke, dass ihr an Sendezentrum... Danke dem Publikum. Genau. Ja, danke ans Sendezentrum.